Hallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Henrys Geheimnis 2. Heute der erste Schultag nach unserem Umzug und der ersten Nacht in der neuen Wohnung. Mit vor Freude und Liebe geschwellter Brust betrete ich die Schule. Von weitem sehe ich meine beiden Freundinnen und gehe zu ihnen hinüber. Na sowas, du bist ja richtig früh dran heute. Ja, Henry hat mich gefahren. Und er ist immer überpünktlich. Ist dein Umzug gut gelaufen? Ja, super. Ging total schnell. Ich fühle mich richtig wohl in der Wohnung. Laila? Oh, Valentin. Hallo. Er errötet leicht, verzieht aber keine Miene und drückt stolz die Brust heraus. Ich hoffe, dass wir uns jetzt, da wir auf einer Schule sind, etwas häufiger sehen können. Ja, vielleicht. Na dann, tschüss. Ich beobachte, wie er mit seinen Freunden davongeht. Was war das denn bitte? Bekommen wir eine Erklärung? Seine Kumpels scheinen jedenfalls ganz schön beeindruckt zu sein, dass er sich getraut hat, dich anzusprechen. Ich seufze. Ich wusste ja, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Dass ich ihn seit Schulbeginn kein einziges Mal gesehen hatte, kam mir verdächtig vor. Das ist nur ein kleiner Junge mit einer großen Klappe. Das ist Clemens Bruder. Oh. Yep. Sieht ganz so aus, als würde er auf dich stehen, Süße. So könnte man es ausdrücken. Sehr erfreut scheinst du darüber ja nicht zu sein. Er ist ziemlich anhänglich und etwas zu sehr von sich überzeugt. Ich finde seine Art eigentlich ganz süß. Malicia, er ist wie ein kleiner Bruder für mich. Das sieht er offensichtlich anders. Sweet Home Alabama. Sorry, es überkam mich. Eine neue Nachricht von unserer Mama. Hallo, mein Schatz. Ich hoffe, deine erste Nacht ist gut gelaufen. Irgendwie komisch, dich nicht mehr hier zu haben, weißt du. Magst du Mittwochabend vorbeikommen? Meine liebe Mama. Ja, es lief super. Ist schon eine große Veränderung. Mittwoch geht klar. Freu mich. Henry ist auch herzlich eingeladen. Juhu! Wupp, wupp, wupp. Mich wundert es nur ein bisschen, dass die Eltern nicht beim Umzug geholfen haben oder dass sie sich zumindest diese Wohnung auch nicht angeschaut haben, weil die ja eigentlich doch sehr close miteinander sind und ein sehr herzliches Verhältnis zueinander haben. Das finde ich ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht. Also meine Eltern würden auf jeden Fall wissen wollen, wo ich da einziehen und würden mir auch schon beim Umzug direkt helfen. Naja, Henry öffnet die Tür und lässt mich rein. Störe ich auch wirklich nicht? Nein, nein, komm nur. Laila, guten Abend. Ja, die hungrigen Wölfe sind wieder da. Entschuldigung. Auf ihrem Wohnzimmertisch liegen haufenweise Papiere ausgebreitet. Ich glaube, es handelt sich um Notenblätter. Die auf der Couch liegende Gitarre verrät mir, dass sie mitten in der Ideensuche sind oder bereits neue Stücke komponieren. Seid ihr sicher, dass ich nicht gerade eine Muse verscheuche? Ja, nicht doch, nur keine Sorge. Ich denke, wir haben für einen Tag genug geackert. Übrigens, wären wir sehr an deiner Meinung interessiert. Oh, ja, ja, ja! Antoine setzt sich ans Klavier und Henry greift nach seiner Gitarre. Ich habe sie noch nie zusammen spielen sehen. Wir haben noch keinen Text. Darum singe ich einfach irgendwas. Ich hoffe, es gefällt dir, auch wenn es nur eine Rohfassung ist. Ich gebe mir Mühe. Antoine lässt die ersten Töne erklingen und Henry stimmt fast augenblicklich mit ein. Die Melodie gefällt mir auf Anhieb. Henry beginnt in einer erfundenen Sprache zu singen. Und obgleich das Lied noch keinen Inhalt hat, ist es... Oh, Kackmücke! Stirb! Entschuldigung, das packe ich jetzt nicht in die Outtakes. Die ganze Zeit von so einer Mücke belagert, die um mich herumflog. Okay, den Satz nochmal. Henry beginnt in einer erfundenen Sprache zu singen und obgleich das Lied noch keinen Inhalt hat, ist die Illusion perfekt. Da ich nicht weiß, ob das Endergebnis genauso gut sein wird, bleibe ich vorerst skeptisch.
Mein Gesicht hält sich auf und ich lasse mich ganz auf die Musik ein. Unglaublich, dass ich Zeugin dieses Schaffensprozesses werde. An einem solchen Schauspiel teilhaben zu dürfen, fühlt sich an wie ein riesiges Privileg. Es ist unheimlich aufregend. Millionen von Fans warten bereits sehnsüchtig auf diese Songs und würden alles geben, um das hier mitzuerleben. Na, deinem Gesicht nach zu urteilen, hat es dir gefallen. Ich klatsche in die Hände wie eine Fünfjährige. Das war der absolute Oberhammer. Wow, so viel Enthusiasmus. Hoffe nur, dass die Fans ebenso reagieren. Die werden es lieben, ganz sicher. Hoffen wir das Beste. Bleibst du zum Abendessen, Laila? Ich bestelle uns Pizza. Schon wieder? Gab's nicht erst vor ein paar Tagen Pizza in der WG? Immer Pizza. So ungesund. Ja, na klar bleibe ich. Ja, okay. Antoine verschwindet in seinem Büro und lässt mich mit Henry allein. Er hat noch immer seine Gitarre auf den Knien und zupft selbstvergessen an den Saiten. Eine zarte Melodie erfüllt den Raum. Was machst du Donnerstagabend? Überhaupt nichts. Warum? Ach, da habe ich bestimmt was vor. Da habe ich bestimmt was vor. Ach, schön. Ich würde dich gern zu einem Cello-Konzert einladen. Genau so ist die Reaktion. Aber keine Klassik diesmal. Zwei Musiker, die eine ganz außergewöhnliche Performance abliefern. Ich habe dank meinem Vater zwei Plätze ergattern können und möchte natürlich meine Freundin mitnehmen. Du hast immer die großartigsten Ideen. Er legt seine Gitarre weg und zieht mich an sich. Und noch was. Ich bin mit meinem Roman gut vorangekommen. Inwiefern vorangekommen? Heißt das, dass ich es lesen darf? Spannst du mich nicht länger auf die Folter? Ganz genau. Hast du schon einen Titel? Ja. Und? Er steht auf und küsst mich auf die Stirn. Den erfährst du zu gegebener Zeit. Er zwinkert mir zu. Och, Manu. Ich sterbe noch vor Neugier. Ich weiß. Sagst du mir wenigstens, worum es geht? Ich verrate dir so viel. Es beginnt mit einer Begegnung in einem Café. Er mustert mich aufmerksam. Will er herausfinden, ob diese kurze Zusammenfassung mein Interesse geweckt hat? Klingt ziemlich originell. Du bist echt ein furchtbarer Informant, weißt du das? Ach, Laila, es geht um euch. Es geht um eure Beziehung, um euer erstes Treffen in diesem Café und wie es dann weitergeht. Er hat eure Liebesgeschichte aufgeschrieben. Ach Kind, komm. Komm, Laila, geh doch bitte nochmal von der Leitung runter. Aber egal. Oh, meine Kleine. Kaum habe ich die Haustür meiner Eltern passiert, stürzt sich meine Mutter auch schon auf mich und schließt mich in die Arme. Wie geht es dir? Fehlt dir auch nichts? Schläfst du gut? Isst du genug? Mama, ich bin doch erst vor 3 Tagen ausgezogen. Und ich habe dir schon gesagt, es ist alles super. Ich küsse meine liebe Mama auf die Wange. Ja, guten Abend, mein Schatz. Deine Mutter konnte es gar nicht erwarten, dich wieder hier zu haben. Ja, das sehe ich. Hallo Henry, freut mich, dass du heute Abend auch dabei bist. Die Freude ist ganz meinerseits, Albert. Machen Sie sich keine Sorgen, Caroline. Ihre Tochter hat sich hervorragend eingelebt und Grundriss und Lage der Wohnung sind wirklich exzellent. Ich verstehe, dass Lailas Auszug sie beunruhigt, aber ihre Sorge ist völlig unbegründet. Ich habe persönlich sichergestellt, dass sie alles hat, was sie braucht. Oh, danke, Henry. Ja, alles, was sie braucht? Hoffentlich hat er auch an die Kondome gedacht. Er hat es geschafft, meine Mutter mit wenigen Worten zu beruhigen. Mein Henry hat magische Kräfte. Ah, dachte ich mir doch, dass ich Ludwig den 14. in meinem Wohnzimmer gehört habe. Was? Jetzt mal ernsthaft, Leute, so geschwollen redet doch heutzutage keiner mehr.
Guten Abend, Alex. Es ist mir wie immer eine Freude, dich zu sehen. Wie geht es dir? Mein Bruder richtet sich auf und antwortet ihm mit betont höflicher und vornehmer Stimme. Ich bin über allermaßen verzückt, entzückt und was auch immer, werter Herr. Henry verdreht die Augen. Ach, jetzt hör aber auf, den Freund deiner Schwester zu piesacken. Er macht einen Schritt auf Henry zu. Hey, Alter, spiel mir doch ein kleines Spiel. Ich sag dir was vor und du sprichst es nach. Sag, Scheiße. Warte, nein, sag. Verdammter Scheißdreck, Hurensohn, Arschge... Alex. Noch ehe er seinen bescheuerten Satz beenden kann, geht mein Vater mit donnernder Stimme dazwischen. Nicht jeder muss so vulgär sein wie du. Dieser Abend kann ja heiter werden. Oh Mann. Ach so. Und dann wissen wir nicht mal, wie der Abend ausgeht, weil wir einfach direkt bei dem Cellokonzert sind. I see. Schade. Schade. Das hat gerade angefangen, so interessant zu werden. Und jetzt sind wir direkt einfach so weg. Wow. Wir haben ja super Plätze. Na klar. Wenn mein Vater sich um etwas kümmert, macht er keine halben Sachen. Ist mir schon aufgefallen. Daran könnte ich mich gewöhnen. Mit Jasmine und dir sitze ich bei Vorstellungen nie mehr als 10 Meter von der Bühne entfernt. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass es dir auch gefällt. So oder so. Es wird sicher eine neue Erfahrung. Ich kann mir ehrlich gesagt noch nicht so recht vorstellen, wie man mit 2 Cellos etwas anderes als Klassik spielen kann. Oh mein Gott, dann hör dir bitte Apokalyptika an. Bitte. Ich hoffe, ich habe jetzt auch die richtige Band genannt. Moment, ich muss das checken. Ich muss das kurz checken. Es war Apokalyptika, oder? Apokalyptika. Ja, genau, richtig. Apokalyptika ist eine finnische Musikgruppe, die neben eigenen Stücken auch bekannte Metal-Stücke auf dem Violoncello spielt. Violoncello, Entschuldigung. Die Band bezeichnet ihr Genre selbst als Cello-Rock und es ist großartig. Bestes Lied, I Don't Care. Amazing. Bringt mich jedes Mal in eine richtige Stimmung, man kann super mitgrölen. Das ist Valkys Tipp für euch. Mhm. Okay, also ja, neue Erfahrung. In der Tat. Bist du schon länger ein Fan dieser Gruppe? Oh ja, ich liebe sie. So sehr? Er nickt. Ich habe meinen Vater ewig um Tickets für dieses Konzert angebettelt. Sie kommen leider nur selten nach Frankreich. Ach, das heißt, sie sind gar keine Franzosen? Nein. Dennoch verfolge ich ihre Arbeit schon seit Jahren. Einmal hatte ich Gelegenheit, sie in London zu sehen. Seither haben sie sich stark weiterentwickelt, aber ich hatte leider keine Möglichkeit mehr, ein Konzert zu besuchen. Durch »Du weißt schon wen« habe ich kaum mehr Zeit für Reisen außerhalb unserer schönen Heimat. Oh mein Gott, Lord Voldemort, was hast du getan? Kann ich verstehen. Dann wirst du das heute sicher richtig genießen. Oh ja. Er ist wirklich glücklich. In diesem Augenblick gehen die Lichter aus und die Vorstellung beginnt. Schon der Einstieg ist spektakulär. Die Violoncellos erklingen mit solcher Intensität, dass mir fast die Luft wegbleibt. Das erste Stück hat einen wilden Rhythmus. Die Zuschauermenge tobt. Alle sind völlig außer sich. Ja, hau da noch irgendwie Schlagzeug drauf und so. Und dann läuft das. Die beiden Cellisten betreten die Bühne. Ihre Instrumente wirken super modern. Man erkennt kaum noch, dass es sich um Cellos handelt. Beide verströmen eine fantastische Energie. Ich bin schwer beeindruckt. Henry betrachtet mich schmunzelnd. Er scheint mit einer ähnlichen Reaktion gerechnet zu haben. Ich strahle ihn an, um ihm zu zeigen, wie großartig ich es finde. Begeistert klatsche ich in die Hände.
Es ist fast schon ein richtiges Rockkonzert. Das hätte ich von zwei Cellisten wirklich nicht erwartet. Sie liefern ihre ganz eigene Version berühmter Songs. Auch klassische Stücke interpretieren sie auf virtuose Weise. Ich langweile mich keine Sekunde. Nach dem fast zweistündigen Konzert erheben sich die Leute und gehen. Hast du sie mal persönlich getroffen? Nein. Dabei würde ich es nur zu gerne. Vielleicht kann Jay sie ja eines Tages kennenlernen, wenn ich mir auch nicht allzu große Hoffnung mache. Warum denn nicht? Ich nehme an, dass ihr Terminplan sogar noch voller ist als meiner. Außerdem leben sie nicht in Frankreich, schon vergessen? Von daher, sofern wir nicht extra ein Treffen arrangieren, scheint es mir recht unwahrscheinlich zu sein. Aber heute Abend sind sie doch hier. Warum nutzt du die Gelegenheit nicht? Und wie sollte ich das bitte anstellen, Fräulein Leila? Ich bin doch nur als Henry da. Der ist auch nicht schlecht. Ich zwinkere ihm zu. Aber vermutlich nicht ausreichend. Er zwinkert ebenfalls. Henry, hast du deine Kontaktlinsen dabei? Ja, immer. Ich habe meine Accessoires immer in der Tasche, sicherheitshalber. Ausgezeichnet. Oh nein, das ist eine dumme Idee. Mach das doch nicht. Komm mit. Wie, was? Leila! Mit ein wenig Glück sollte sich hier jemand an mich erinnern. Wie könnte man dich auch jemals vergessen? Davon hängt alles ab. Der Saal leert sich mehr und mehr. Jetzt oder nie. Ich nehme meinen Schatz bei der Hand und ziehe ihn zu dem mir mittlerweile wohlbekannten Kulisseneingang. Henry, geh da rüber und setze unauffällig deine Kontaktlinsen ein. Leg am besten auch die Halskette um. Auf die Ohrpiercings können wir, glaube ich, verzichten. Binde deine Haare zurück und zieh dein Hemd aus. Das dürfte reichen, den Rest übernehme ich. Still und leise kommt er meinen Anweisungen nach. Und jetzt halte ich besser im Hintergrund. Wir wollen ja keinen Aufstand erzeugen und riskieren, dass dich jemand erkennt. Okay. Ich nähere mich den Sicherheitsleuten. Mit etwas Glück sind es dieselben, die ich vor 2 Monaten bei Jays Konzert darum angefleht habe, Antoine sehen zu dürfen. Hoffentlich ist ihnen dieser Zwischenfall in irgendeiner Weise im Gedächtnis geblieben. Jetzt heißt es Daumen drücken. Guten Abend, die Herren! Auf wen haben wir denn da? Wollen Sie wieder zu Antoine? Nein, heute nicht. Aber danke für letztes Mal, es war wirklich wichtig. Ja, keine Ursache. Wir machen nur unseren Job und Sie hatten ja eine Berechtigung, andernfalls hätten wir Sie ja nicht durchgelassen. Das bezweifle ich nicht. Tja, wie es der Zufall so will, möchte ich auch heute backstage. Er betrachtet mich schmunzelnd. Und wen soll ich diesmal rufen lassen? Keine Ahnung. Sie schrecken echt vor nichts zurück, junge Dame. Vor nichts und niemandem. Aber diesmal geht es gar nicht um mich, obwohl ich das Konzert auch großartig fand. Sie wissen genau, dass ich früher oder später bekomme, was ich will. Oh mein Gott. Leicht provokant strahle ich ihn an. Ja, das werden wir ja sehen. Mein kleiner Scherz wird mich nicht weit bringen. Ich werde ihm schon eine etwas genauere Erklärung liefern müssen. Ich bin in Gesellschaft einer Person, die Cellisten nur zu gerne kennenlernen würde. Ja, was Sie nicht sagen. Ist es die Königin von England? Nein. Es ist Jay. Wie bitte? Ich deute auf Henry, der sich in einigen Metern Entfernung im Schatten eines Pfostens verborgen hält und ziemlich nervös wirkt. Das Problem ist, dass er dieses Treffen nicht im Voraus abgeklärt hat. Sein Manager, der ist nämlich nicht dabei. Ich bin lediglich die Assistentin des Managers. Der Sicherheitsmann wirkt völlig fassungslos. Für eine Management-Assistentin kommen Sie mir reichlich jung vor. Ja, ich weiß. Vermutlich wäre Praktikantin die bessere Bezeichnung, aber Antoine meinte, dass ich wirklich gute Arbeit leiste. Wie dem auch sei. Zurück zum Thema. Jay würde die Band wirklich gern kennenlernen und wir wollten uns erkundigen, ob das im Bereich des Möglichen liegt. Ich winke Henry zu uns herüber. Er seufzt. Guten Abend, mein Herr. Tut mir wirklich leid, dass wir Sie damit belästigen müssen. Oh
guten Abend, ich hätte sie ja gar nicht erkannt. So ganz ohne Make-up. Ja, ich versuche nach Möglichkeit inkognito zu bleiben. Henry setzt das arrogante Lächeln auf, das er sich für Jay reserviert hat. Wäre es Ihnen möglich, uns beiden eine Zugangsberechtigung zu verschaffen? Bitte. Ja, das gehört eigentlich nicht zu meinem Aufgabenbereich. Ich bin sicher, dass sich da etwas machen lässt. Na, zu schade. Jay meinte vorhin, dass er wohl nie Gelegenheit haben wird, seine Lieblingsmusiker persönlich zu treffen, und da wollte ich ihm das Gegenteil beweisen. Ich bin mir sicher, dass sie so einige Tricks auf Lager haben. Und Jay würde niemals vergessen, dass sie ihm geholfen haben, seinen Traum zu erfüllen. Sie geben echt nie auf, was? Niemals. Er wendet sich an Jay. Ist Ihre Assistentin immer so? Wenn Sie wüssten. Oh, wie schön! Tja, aber ob wir wirklich reinkommen, es sieht fast so aus, und ob das wirklich eine gute Idee ist, wenn man bedenkt, dass er ja momentan von Voili Voilou auf der Abschussliste steht und die ganz viel erfahren wollen und da garantiert auch Presseleute unterwegs sind, ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Weiß ich nicht. Können wir nur spekulieren? Oder wir warten einfach auf den morgigen Part, denn da geht es dann weiter mit Let's Play Henrys Geheimnis 2 und Assistentin Laila, die wirklich auch der schlimmste Albtraum eines jeden Wachmannes ist. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, bye bye und tschüss.